Köstlich. So, ja, hi YouTube, willkommen. Ich dachte mal, als kleine Abwechslung machen wir heute mal das Spiel Nightingale und legen uns ein Profil an. Welcome to Nightingale. Begin by selecting basics and choose your body type and default appearance with you. Kann ich zufälligerweise auf Deutsch stellen? Zoom, LMB, Rotate. Okay. Settings. Machen wir mal hier ein bisschen leiser. Bye. Okay. Sein, dass man hier. Visuelle Optionen. Okay. Dann dürfen wir uns jetzt einen Charakter erstellen. Jeff Bezos ist das. Ich bin Jeff Bezos. Oh, das ist mir ein bisschen zu nahe. Ich glaube, wir gehen aus Jeff Bezos rein. Alter. Ein eifrig gelehrter Akademiker. Was gibt's hier noch? Politiker, Handwerker, Erem, Taugenichts. Ja, Taugenichts. Abstammung. Jeff Bezos stammt von... Was wird das? Wir haben jetzt den ganzen Stammbau zusammen. Das ist normal mit den Zwillingen? Das ist ganz normal. Ich stamme von einer Zwillingsfamilie. Komm schon, ein Glatzköpfiger muss sein. So, damit man begründen kann, warum... Okay, so. Passen Sie Ihr Aussehen? Ja, so locker cremig. So wie so ein Alkohol aus. Jeff Bezos ist der Alkohol. Oh, Narbe. In der Entwicklungsphase, ah, okay. Oh nein. So, Gesichtsbehaarung. Kimono-Braue. Ich kann nicht mehr. No way. Das ist ja nur ein Early Access. Nein. So ist besser. Okay. So, die Ohren. Stellt euch vor, man kann einfach so sich sagen, ja, ich hätte mein Kind so ein bisschen hier die Wange so. Das sieht geil aus. Wie so ein Zombie. Das sieht einfach wie so ein Stony-Typ aus. Oh ja. Wimpernlänge. Falsche Wimpern. Ja, das ist Jeff Bezos. Guckt ihn euch an, der Gründer von Amazon. Ich kann nicht mehr. Warum kann man so... Nein, es geht noch weiter. Schön große Fresse, warum so? Hängendes Gesicht. Nee, nicht aufgedunsen. Warum? Warum? Nein, keine Metallzähne. Ja, so. Oh nein. Oh nein. Schwierigkeit. Da würde ich sagen... Warte mal. Zwar fanden sie sich oft auf der falschen Seite des Gesetzes wieder, doch es war die Massenarmut ihrer Gemeinde, die sie hatte, körperlisierte Nachbarn stahlen. Schon früh mussten sie den Egoismus der Menschen am Leib verspüren. Ja, komm, das ist Jeff. Schwierigkeitsgrad ihrer Stadt. Ja, komm, machen wir so. Finalisieren. Justus Bezo. Before time itself, born of curiosity, endless... The Fae have long since aided man in harnessing which we live and breathe. Tolerance wasp extend in the face of saw your world swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking ref in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. Perhaps not all, for Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy... Or wilt thou endure... Und so, damit ein wunderschön. Versuchen Sie die Spannung... Unbekannte Welt.
Nicht verfügbar. Anwesende Fraktion nicht verfügbar. Reise fortsetzen. NPC-Kreaturen nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Schöne Uhrzeit. Jetzt muss ich mal schauen. Reise fortsetzen. Oh. Let my words steer your step. Okay, ich glaube hier unten rechts ist eigentlich ganz so gut. Ich würde schon schauen, wenn ich hier... Dann machen wir gut. So. Haben wir irgendwie einen Third Person? Ja, das sind alles... Ich habe Tastatur. How now, Fleshling? With a wonder youth in our Feywild. Boah, sieht schon heftig aus hier. Das hört sich nicht so gesund an. Quickly, before those bound fiends snip out your despair. Mit Puck reden. Hi Puck. Shadows abound. Yet, like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Sippen misslang, okay. Das heißt, unser Chor, den wir erstellt haben, der ist auch gescheitert. Take these bloodstained cards. Play them and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Fleshling, Fleshling. Give me your hands, that we may be friends. And I shall restore amends. Omosit dinkunul ome. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you... Bear child of earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Tschüss. Kartenmaschine. Karte nehmen. Fly. Ich kann keine Karte mehr im Portal öffnen oder geöffnet. The fiends have caught your despairing stench. Okay, jetzt habe ich Karten aktiviert. Feenringe sind Respawn-Punkte. Wenn sie gestorben sind, erscheinen sie am nächstgelegenen Feen. Generieren sich die Welten in all random? Okay. Spielen sie diese Karte um eine dicht bewaldete, erste entdeckte Welt war von einem üppigen Land überzogen, der die Ritter der... Spielen sie diese Karte um eine kleine... So wie ich das sehe, geht das folgendermaßen. Wir können, Karten reinmachen. Können Karten spielen. Dementsprechend Welten freizuschalten. Also. Die erste entdeckte Welt war von einem üppigen Wald überzogen, der die Ritter des Roten Kreuz Festivals glauben ließ, dass Fähwildnisse irdischen Lebensräumen gleichen würden, wie sehr sie sich doch irrt. Nebenweg hat. Spielen Sie diese Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Es existieren kleine Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen, in einem Geheimgang zwischen zwei Waldlichtungen. Die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von der Fae, dass diese neben einer nicht potenzielle Kreaturen immer Harthirsch, Buffcock-Ziegenfisch, Bluthorn, Spross des Gauns, Nachkomme des ältesten Haker. Reise fortsetzen. Dass jetzt schlau war, diese Karte zu spielen? No way, wie schön. Count thyself among the fortunate few who managed to flee the pale's noxious. Nightingale still stands, but earth teeters. And these wilds are far. Sequestered so and struck by woe begs the question. With the gift I promise to aid thy core. A hermetic guidebook and pocket watch. Purloined off the corpse of a realm walk. With the man-made network sunder. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery. And gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself. Oh, under this mask you won. I am Puck. Robin to some. Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive fay grace your kind. Okay. Tschüss. Puck. Hohe Beeren. Okay, Top ist Inventar. Da habe ich Nebenhandgegenstände. Nebenhandgegenstände benutzen. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackel in ihrer Nebenhand halten. Drücken Sie F, den von Ihnen ausgerissenen Nebenhand, zehren Sie Nahrung um Ihren... Okay, unten links ist Hunger. Also sammeln Sie in der Umgebung so viel können, um ein Lagerfeuer erreichen zu... Stocks und Steine. Es gibt immer so Steinhaufen. Wenn es hier Beeren gibt, das wäre nicht so schön. Die haben die Landschaft richtig geil gemacht. So wie ich jetzt schon geflasht bin von dem Spiel. Ah, die sind zu schnell, die kann ich nicht. Okay, es ist wirklich so eine Feen-Fantasy-Welt. Errichten Sie ein Lagerfeuer. Sie können die
sich Entwürfe aneignen, um Gebäude oder drücken Sie B. Lagerfeuer. Gewährt folgende Rezept platzieren. Ja, hier am Strand ist idyllisch. Hier rauf? Das sieht gut aus. Oh, Story. Okay. 10. November 1889, Sambungan. Wir erhalten Telegramme, wonach immer mehr Städte nacheinander zugrunde gehen. Nach Paris folgte Brüssel, dann Mailand. Ein schrecklicher Nebel namens Die Blässe bringt aus dem Portal in Paris nach außen. Wir kennen Die Blässe bereits, doch etwas hat sich gewandelt. Die ursprüngliche Form sich verändert. Einst bestand Die Blässe nur aus kleinen Ranken, die sich aus dem Portal erstreckten und anschließend verschwanden. Nun, jedoch verbreitet sie sich über die gesamte Erde und verhüllt dabei alles und jeden. Sambungan ist weit von Paris entfernt, doch wenn die Blässe ihr Momentum beibehält, wird sie letztendlich auch uns erreichen. Jene, die zurückblieben, nehmen unser Portal genau unter die Lupe, andere meiden es gänzlich. Es wird allerorts von einer Flucht aus der Stadt gesprochen, davon, dass man einen sicheren Ort fernab der Portale aufsuchen müsste, falls es einen solchen Ort überhaupt noch gäbe. Okay, also auf der Erde ist eine Apokalypse passiert. Wie was mit den Portalen? Nutzen sie wie etwa Bauten, wie etwa das Lager können zum Kochen bzw. zum Verbessern der Herstellung von Gierschaft. Werkbänke und andere Stationen Nightingale haben mehrere Interaktionspunkte. Interagieren sie mit der Feuerstelle des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Sie E, um mit dem Lagerfeuer zu interagieren. Nachdem sie das Lagerfeuer entzündet haben, können sie mit dem Topfbereich des Lagerfeuers interagieren und zu kochen. Wählen sie Rezept und Zutaten aus und drücken sie anschließend herstellen, um zu kochen. Kann ich das halbieren? Herstellen. Gebratene Beeren, gebratenes Fleisch, gebratene Bro, hast du mich jetzt erschreckt? Warum kommst du da von hinten angeschlichen? Ey, dieser Puck, der geht mir jetzt schon irgendwie ein bisschen mysteriös. Und er dreht sich immer mit Puck reden. You've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer, but at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another, one which should get us closer to necessities while both the portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Was? Wir sind nur in der Nebenwelt? Hä? Finden Sie das Portal dieser Welt. M ist Map. Kann ich mir das irgendwie markieren? Die Richtung müssen wir. Auf C6. Unterwegs sammle ich noch alles ein. Das habe ich bei Icarus so gelernt. Ah, da ist das Portal. Wir sind wirklich ganz komisch angezogen. Biomkarte erforderlich. 16 kleinen. Ja, das ist wieder die Beschreibung. Portal öffnen. Let's go. Schauen, wo wir rauskommen. Jetzt sollten wir in der Wüstenregion rauskommen. Wüstenkarte. Ich benutze diese Karte, um eine dürre Wüstenwelt. Weniger Kreaturen. Gut. Alter, warum sieht das alles so schön aus? Boah. Mit Puck reden. Summer runs through my being. Blood runs through your. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought. Whether this pleases or without shelter and the means to defend it will not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion. Zelt aus Stöcken bauen. Ja, toll. Besten hier im Schatten. Scheiße, wir haben keine Pflanzen für Steine. Kann es sein, dass ich vielleicht schon genug Materialien habe? Was ich mich gerade frage, ich habe jetzt alle Beeren gegessen. Der Broski wird wieder Hunger haben. Jetzt nur Stocks. Das heißt, ich weiß. Ich habe kein Essen. Aber ruckelt ein bisschen, ne? Ist auch Early Access. Boah, das ist hart. 7 Leben. Wir sind gleich tot. 4 Leben. Warum 3, hä? Aber wenn ich zu lange auf der Ausdauer spamme, dann verlieren wir Leben. Ich bin gleich tot. Scheiße. Uns geht's gar nicht gut, nur noch 2 Leben. Warum musste ich auch direkt in die Wüste? Man weiß es nicht. Gemischte Pflanzen. Brauch was zu essen. Los, gib mir Futter. Boah, wir haben 2 HP. Uiuiui. Okay, das war nicht lecker. Herstellen. Gibt's eine Möglichkeit, wie ich Dingens irgendwas craften? Wir brauchen Pflanzen vor. Okay, let's go auf die Suche nach...
Also, ah, wir haben keine Ausdauer, deshalb. Unser Broski ist müde. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Sonst habe ich dann bald ein Problem. Überhitzt die Glieder förmlich. Ja, ich glühe förmlich, aber ich muss hier tanzen. Ja, das ist krass. Man spawnt auf der Map. Bro, der ist Feind. Man spawnt auf der Welt, geht direkt in der Wüstenregion und dann fängt's an. Ich sammle einfach mal. Das Gewicht ihres Inventars behindert. Ah, scheiße, Bro. Wir sind voll. Shit. Hab zu viele Steine dabei. Sie sind nicht mehr überhitzt. Sie sind überhitzt. Ja, würde ich sagen. Was soll ich machen? Was auch immer ich da gedrückt habe, dieses Extrahieren. Jetzt haben wir genug Pflanzen. Verhältnis von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Wenn ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren sie max Ausdauer und sterben, wenn diese Null erreicht wird. Ausruhen. Die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmender Komfortstufe ihres Bettes. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtung erhöhen die Komfortstufe. Höhere Komfortstufe ergänzen unterschiedliche Bonus. Werte zur gesunden und Ausdauergeneration. Das Ausruhen ist die... Okay, kurze Ruhezeit. Provisorische Gegenstände herstellen. Okay, lange Ruhezeit. Nur lange Ruhezeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. C, hat er mir gesagt. Provisorisch. Und wieder Pflanzen. Das Gewicht ihres Inventars behindert. Es plus 23 Essenzstaub. Was macht dieser Essenzstaub? Immerhin haben wir wieder Ausdauer. Pflanzenfaser. War das überhaupt eine schlaue Idee, direkt dort ein Zelt zu schlagen? Aber wir müssen fast, ne? Müssen fast. Pflanzen fast. Er ist wütend. Schnell weg hier. Immerhin habe ich Hausdauer. Herstellen. Wozu brauche ich jetzt die Sichel? So, das gibt mehr. Fackel. So. In den Welten können einfache Ressourcen gefunden und geerntet werden. Mit diesen Ressourcen können Sie entweder Gegenstände herstellen oder die Ressourcen selbst mit Hilfe von der Ressourcenstation zu besseren Ressourcen veredeln. Nutzen Sie Werkzeuge, um bessere Ressourcen mit speziellen Qualitäten aus der Welt zu ernten. Stellen Sie Werkzeuge höherer Stufe her, um aus Ressourcenknoten höhere Stufen ernten zu können. Jedes Werkzeug verursacht Schaden einer bestimmten Art. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Okay. Oh, Puck. Bist du auch gegen das immun? Er ist einfach immun gegen alles. It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for, well... Let us depart and speak of your ill-favored constructs no more. Das nächste Portal. Im Wasser kann man nicht rennen, okay. 18. Dezember 1889, Sambungan. Hat es also auch uns ereilt. Die Blässe umgibt die Stadt, eine beklemmende Wand verschluckt die Gebäude und drückt immer näher. Die Evakuierungen wurden gestoppt, da es kein Ufer mehr gibt, von dem aus man sich absetzen könnte. Niemand weiß, was geschieht, wenn eine die Blässe erreicht. Während ich hier stehe, nimmt sie Straße um Straße für sich in Anspruch. Schreie dringen durch die Luft. Doch dann Stille. Ich will zu ihnen gehen, ihnen helfen, doch ich kann nichts tun. Niemand kann irgendetwas tun. Es wird zu gefährlich, noch länger hier zu bleiben. Einige Leute haben den Schritt durch das Portal gewagt, unwissend, was sich dahinter verbirgt. Sie haben es darauf ankommen lassen, doch ich warte hier, unwillig, nicht bis zur letzten Sekunde abzuwarten. Falls sie hierher zurückkehrt, weiß sie, wo ich sie mich finden kann. Sita Sayang, wo auch immer du bist, ich bete, dass es dir gut geht. Gebiet, Biomkarte, Sumpfkarte. So. Let's go. Reise fortsetzen. So. Oh, das sieht schon menschlicher aus. Mit Puck reden. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is the bound guard Fae archways that align with temporal realm, as they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to. While I know man's impulse is to flee without pluck, you're sure to expire. Once this fen is within our way, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Langen Sie aus getöteten Wesen nützliche Ressourcen. Okay. Wie töte ich Wesen?
3 davon muss ich töten. Nice. Wo ist noch so eines? Da, hi Känguru. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Känguru ist. Ich zitiere dich jetzt mal. Der andere sitzt hier visorische Kapuzen. Ah, die habe ich jetzt an. Geil. Maximale Gesundheit, 11. Widerstand gegen Regen, gegen Hitze, Robustheit. Geil. Healing Slave nehmen. Gebratenes Vorbereitung. Also, Baumenü. So. Gut, dann als nächstes das hier. Kann ich nur eins machen. Und ich brauche gebratenes Fleisch. Nächstes. Okay, ich verstehe. Man muss so ein paar grundlegende Sachen haben. Dann läuft's. Dann geht auch die Ausdauer wieder hoch. 5-mal Fleisch herstellen, bitte. Ich gehe auf Knochensuche. Ah, ich hab Knochen. Ah, man kann Warteschlaufe-Aufträge machen. Mhm, gut zu wissen. Sollte er beides machen. Ich hätte etwas Neues. Brotstände. Jagdmesser halt. Dann warten wir kurz, bis wir Dingens. So, das stellt er nicht. Ah, ich muss es direkt in die Wart. Okay, das geht nicht. Nur einer. Okay. Schade. Ist er fertig? Können Gegenstände im Inventar reparieren, indem sie den Gegenstand auswählen und im Kontext reparieren. Kehren Sie zu Puck zurück. Wo ist Puck? Alter. Bro, du erschreckst mich jedes Mal, Puck. Jedes Mal. Was soll das? You've stolen lives of your own. A necessity has it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. I've led you about, around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too. First you must oblige your inner essence. And choose the landscape that beckon. Aha, no need for word, only thought. The mystery of the hope. Yeah. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Geben Sie sich in eine Schwebewelt. Mein Inventar ist einfach komplett. Hey! Was willst du? Alter! What the fuck? Was ist hier los? Ist das... Ah, vergiftet oder was? Ist hier ein vergiftetes Gebiet? Krankheit, nass. Scheiße. Ja. Mentori. Okay, und warum bin ich jetzt gestorben? Ja, weil ich durch irgendein Seuchengebiet durch bin. Kann das sein? Was ist das denn? Sieht schon hässlich aus. In der einen Hand habe ich ein Burrito, in der anderen ein Messer. Ich bin Multitasking. Hi. Warte. Kann ich jetzt hier meine... Da wo ich gestorben bin. Okay. Man verliert Items. Okay. Geht's hier zum... Warte, es sind zwei? Keine Ausdauer mehr. Gut, alles mitnehmen von denen. Boah, so hässliche Ratten. 10. Schwebekarte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für Bau eines Anwesens eignet. Nicht einmal den ältesten Magikern Nightingales gelang es, den Ursprung dieser Karte zu ergründen. Das auf dem Papier abgedruckte Bild ruft ein Gefühl tiefster Einsamkeit hervor. Okay. Zeig mal, was mich erwartet. Vigilant, while the realms are alive. Hä? Alter. What the fuck? Euer Ernst, ey? Hä? Okay. Ein Monster von der Unterwelt. Keine Ausdauer mehr. Gebundenen Borsten. Jetzt.
Gut. Realm, your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Ah, ich dachte, jetzt kommt noch ein Intro. Reise fortsetzen. So. Oh, hi, Puck. Wer hätte es gedacht, dass du schon wieder da bist? Ah, we made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. So, weiter geht's. This realm has long been forgotten by the Fey, left in limbo, not unlike you. How fitting, but beware. While you play okay. Let's go. Sie können nun andere Weltenwandler in ihre Welt einladen. Versammeln Sie andere, um am Pfad nach Neid gemeinsam mit den GP. Justus Bezos. Okay, also jetzt beginnt's eigentlich. Steinhaufen. Oh, Hanfblätter. So, wo lassen wir uns nieder? Besetzen Sie ein Stück Land für Ihr Anwesen. Steinhaufen. Ich glaub, da drüben sieht's gut aus. Nass. Das ist auch wieder was, was nicht gut ist. Ich seh's. Okay. Ich habe verstanden. Drücken Sie J, um Ihr Handbuch. Durchstreifen Sie die Gegend ein wenig, wenn Puck noch nicht in der Nähe erschienen ist. Puck brachte mich endlich in eine Schwebewelt, wo ich endlich damit beginnen kann, mich ernsthaft niederzulassen. Er riet mir zum Bau einer beständigen Unterkunft, damit ich mich vor den Gefahren schützen könnte, die nach Einbruch der Dunkelheit lauern. Puck versprach mir, mit nützlichem Wissen im Gepäck zurückzukehren, sobald ich damit fertig wäre. Your tenacity overrules the gusts of fate, and this fey you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll fortunately... Both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power, sealed by your kin. There are many sites. You must first gain entry. Passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, their gates bar access to those unworthy. But I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament. Once within, delve ever deeper. Toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshling, and prepare. The infinite awaits. Antiquarischen Kraftort frei, Ausrüstungsamt. Ah, das ist Schnellreise, geil. Nice. So, dann fangen wir mal an mit dem Nötigsten. Oh, fangen wir mal ganz. Machen wir einen Fundament 6. Das sollte fürs Erste reichen. Und wir brauchen mehr Holz. Dann let's go, grinden wir Holz. Das Fleisch. Hä, was ist das denn? Ah, nice. Like Sons of the Forest. Bäume klatschen. Die Ausdauer gefällt mir einfach nicht. Okay, das hier ist gemacht. Boah, Holz und Stock. Einfach mit seinen weißen Schuhen, die nie dreckig werden. Auch jetzt seine Stocks. Jetzt hier. Dann kriege ich nur Pflanzen. Stocks auch. Kommt in dem Fall darauf an, welche Art von Baum ich gerade. Stocks und Holz. Dann gehen wir jetzt mal hier zu diesem mysteriösen, der wunderschön aussieht. Schweine. So. Greifen die mich natürlich an. Essenzstab habe ich. Da ist noch ein Wildschwein. Hallo. Guten Tag. So, hier Tagebuch. Sag mal, ich will doch nur kurz das hier lesen. Lass mich jetzt kurz lesen. Essenz. Staub wird gegenwärtig für Aktionen wie etwa Reparieren genutzt. Sie können mehr davon erlangen, indem sie Gegenstände legst. Hat schon ein bisschen Ähnlichkeit, ne, mit Jeff. Warte mal, so, jetzt müssen wir so ein Bild von Jeff einblenden. Dann sieht man die Ähnlichkeit, ne? Alles mal ist ein Gegenstand, mit der in Teilung gerüstet werden kann. Die Möglichkeit zu verbessern, okay. Let's go. Das Gewicht ihres Inventars behindert sie. Okay. Das Holz hin. Ach so, da. Ein paar Kilos tut er jetzt. Sagt er jetzt, das geht nicht. Okay. Oh, wenn es Regen werden, war nass.
1, 2. Das Baumenü hier ist speziell. Bauen hier hat was von Grounded. Bauwerk Limits. Also ich kann 100 Blöcke Maximum setzen. War das mit einfache Werkbank, einfache Gerbstation. So, 9-mal Fleisch. So, Fasern. Macht der Regen mir Schaden? Ah, das ist Hagel! Oh lol. Okay. Ja, wir sollten uns eine Unterkunft bauen, ne? Provisorisch. Scheiße. Kann das mal aufhören zu hageln? So, wir haben gleich genug davon. Okay, es hört auf zu hageln. Trotzdem will ich es provisorisch haben. Wenn es das nächste Mal hagelt, habe ich zumindest was. Stein ist auch weg. Jetzt kann man viel mehr Ressourcen farmen. Sollte ist Reparo. Und Reparo. Ja, die ersten paar Minuten Nightingale fängt wie jedes solches Spiel auf. Bau eine Base. Ah. Geht das jetzt so lange? Die andere haben mit zwei Schlägen down. Okay, jetzt sind wir voll. Warte mal, wenn ich jetzt... Herausforderung abgeschlossen. Bau Novize. Oh, Puck! Hi! Na, willst du mir helfen? How far you've come, and yet how little. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? It seems more apt. Across these wilds, your kind have proliferated with haste. Industrious and more than willing to avail. Essenzhändler sind in den meisten Welten zu finden, bieten Entwürfe, Ressourcen und Verbrauchsgegenstände im Tausch gegen Essenzen. And they will indulge your want for new. Was kann ich beim Essenzhändlern kaufen? Weltenwandler können Entwürfe von Essenzhändlern erwerben und ihr Repertoire an herstellbaren Bauten. Nutzen Sie das Handbuch, um einen Essenzhändler zu betrachten. Weltenwandler können das Handbuch benutzen, um Gegenstände zu betrachten, die verschiedenen Essenzhändler in der Welt verkaufen. Essenzhändler werden, falls verfügbar, auch auf der Karte markiert. Wählen Sie einen Gegenstand zum Kauf aus und anschließend die Kaufen-Taste, wenn Sie die erforderliche Essenz besitzen, wird diese ihrem Inventar entnommen. Der gekaufte Gegenstand geht in ihren Besitz über. Kaufen Sie eine einfache Nähbank beim Essenzhändler. Bringt mir noch nichts, wenn da hinzugehen zu dem Essenzhändler. Ich muss zuerst alle Wälder wegkloppen, damit es sich lohnt, zum Essenzhändler zu gehen. What the fuck? Okay. Und jetzt? Kriege ich was davon? Okay. Brauch bessere Äxte. Alles einsammeln. Dieser Satz, dass die Kampfstärke ist, dass das, was die menschliche Hand selbst zerreißen kann, sorgt dafür, dass Fasern von Pflanzen genutzt werden können. Trag bei Extrakt. Da hinten hat es mehr Bäume. Kreis. Okay. Der Baum geht lang, ne? 100%ig. Okay, keine Ausdauer. Gib mir bitte viele Blättbäume. Stämme. Ah, hier hinten. Ah, mit dem Pfeiltasten kann man so ein bisschen Cinematic messen. Aber die Pilze waren nicht so geil zu messen. Boah, das sieht so schön aus. Ah, das Reparieren verbraucht Dinge. Essenzen. Okay. Okay, es wird unheimlich. Ja,
Wir reisen zurück. Kann ich jetzt lange schlafen? Oh. Ich glaube, wir gehen auf Erkundung, wenn wir Dingens. Nächster Tag ist, dann will ich zum Essenz-Ding. Kann ich hier nicht hochklettern? Broskis. Eigentlich will ich euch nicht töten, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Lasst mir keine Wahl. Ich muss das tun. Da ist ein Käfig. Das ist special. Wann wird's da eigentlich dunkel in der Welt? Ich verstehe es nicht. Wo sind jetzt die Baumstämme hin? Weggezaubert. Was ist ein Spawner oder was? Hoffnungsecho. Wir entdecken Fell-Wanderleuchte. Dann noch freisetzen. Spielanleitung. Gefallen. Sind's? Wenn Sie in einer Welt eine Aktivität abschließen, erhalten Sie zur Belohnung möglicherweise einen Gefallen. In diesem Fall können Sie einen von bis zu drei Gefallen auswählen. Nach der Auswahl bietet erhaltener Gefallen einen Bonus oder Vorteil mit begrenzter Dauer. Achten Sie auf Hoffnungsechos, die im Aktivitätsgebiet erscheinen, um diese Vorteile zu sich beim Erkunden. Okay, ja, nice. Er hat wenigstens die Bäume rausgespuckt. Das hier schon. Let's go! Wir müssen bestimmt noch über 300 fahren. Langsam wird's dunkel, okay. Wir haben schon nach Mitternacht. Es wird dunkel. Also nach Mitternacht wird's erst dunkel. Herausforderung abgeschlossen. Baulehre. Baulehrling. Okay, wir können nachts skippen. Das war jetzt irgendwie 2 Uhr Mitternacht. Nachmittag. Aha, die Uhrzeit spielt keine Rolle, okay. Ich denke, wir gehen trotzdem mal ins Dorf. Wir können ja da unterwegs, weiter Bäume kloppen und dann zurückreisen. Oder dort Bäume kloppen und dann zurückreisen. Ich glaube, das ist der smarteste Weg. So, jetzt habe ich 12 Minuten Ruhe mit dem Essen. Oh, sie sehen mir relativ aggressiv. Wölfe. Hä? Noch mehr Wölfe? Bogen wäre nicht schlecht. Komm, wir erkunden mal das, was das hier bringen wird. Keine Welten, keine spielbaren Karten. Und wo geht's zum Dorf? Da, straight. Da zum Tower würde ich. Anderen Überlebenden. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt Ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk festzustellen, um eine Belohnung zu erhalten. Ah, die Company, Francis. Hi, Francis. Francis reden. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt Ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk festzustellen. Also gut, schreiten wir zur Tat. Wilhelm Sase. Ah! Besuch, Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen. Ihr Anblick ist ein äußerst wohltuender. Aber wer sind Sie? Das ist nicht gerade meine Art, fremdartige Information. Ah, das ist allerdings weise. Nun, dann will ich Ihnen nicht länger fremd sein. In letzter Zeit tummeln sich in den Welten viele neue Gesichter, die jede Menge tolle Geschichten erzählen haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Masasa, Kolumnisten der besten Zeitung von Nightingale. Oh, Sunday Kurier, überaus erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Okay, wenn Sie materielle Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten Ihnen sicherlich weiterhelfen. Sie sind hier stets willkommen. Ist letzter Zeit irgendwelche Gerüchte gehört? Ah, Sie hätten gerne weitere aktuelle. Natürlich kann ich. Vergessen Sie es. Das war's erstmal für mich. Ah, wenn ich denen helfe, dann helfen die mir auch, ne? Francis reden. Verfügt. Rekrutieren. Aktuelle rekrutiert von Ausrüstung, Inventar. Ja, geil! Haben wir unseren ersten Mitarbeiter. Ja. Herstellen Grundlage. Einfachen Kauf. Bauen Sie einen Verzauberungsfokus um Ausrüstung oder Strukturen zu etwas mit einem. Aha, Francis ist am Start. Können wir den Mitarbeiter mitnehmen? Oh. Da hat der einen Schnauz? Ah, ne, die hat irgendwas. Ah.
Oh. Ja, Francis, ich brauch Holz. Geil. Sammel das ein, Francis. Los, Francis. Besser als Kelvin aus Son of the Forest. Viel besser. Was ist mit dir nicht gut, Baum? Passt. Francis, Bäume einsammeln, bitte. Nächst Baumfell. Francis, hast du eingesammelt? Ich nehm's zurück, nicht besser als Kelvin. Hier ist ein guter Spot zum Farmen. Ich glaube, die gehen auch unterschiedliche Buffs. Yo, Sophia99. Vielen Dank für den Follow. Willkommen in der Knoppersami. Einen wunderschönen. Was geht? So, Francis. Sammle ein. Reparieren. Ah, ich muss die Einstellung anders machen, dass man... Warte mal. Beim Chat einstellen, dass man, wenn man gefollowt hat, jetzt soll das klappen mit Schreiben. So. Ja, jetzt soll das klappen. Jetzt habe ich alles so eingestellt, dass es, sobald man gefollowt ist, kann man schreiben. Dann gehen wir zurück zur Base. Ah, Francis kann... Huch! Francis boardet mit? Wie geil! Nice! Jetzt, Francis, baust du auch... Oh, ich bin zu schwer. Oh nein, unterschiedliche Knochen. Ich wie bei... Hier bei Craftopia. 12 Holz. Haben wir's. Francis, einsammeln. Ah, Francis ist ein Bergbauer. Deshalb, Boah, ich dachte, ich hätte Francis gehauen. Da habe ich das sogar. Nehmen wir mal den Tower an. Ah, Wölfe. Hi, Wölfe. Ich sollte genug Bäume haben. Ich habe einen einzigen. Kloppt er da mit der Spitzhacke drauf? Wie geil. So, come on. Ab zurück. Ich mag das so am Dingens Strand zu bauen. Die Base ist fertig. Also, einfache Tragsack herstellen. Das. Da kann ich das danach auch irgendwie wieder abreißen? Okay, gut. Ich habe bis jetzt das als Ausrüstung. Dann brauche ich Hosen und so weiter und so fort. Dann brauchen wir Holzbinden. Francis, du hast doch bestimmt Holzbinden. Nein, keine mehr. Herstellen. Und noch ein paar Hölzer. Nicht mehr Hölzer. Baueigenschaften haben Einfluss auf die Funktion gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich in einem warmen, trockenen Ort befindet. Eigenschaften können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Einige der wichtigsten sind Welteigenschaften, etwa loser Untergrund und ungeschützt, die auf die Basis des Standards eines Bauwerks geltend werden und Herstellungszeiten. Bänke erhalten die lose Untergrundeigenschaft, wenn sie direkt auf dem Boden errichtet werden. Sie können dies verhindern, indem sie Bänke auf von bestehenden Bauten in den Welten platzieren. Bänke gelten als ungeschützt, wenn sie in Bereichen ohne Unterstand richten. Weltenwandler können positive Eigenschaften wie Licht und Wärme ergänzen, indem sie in der Nähe von Bänken oder Schlafsäcken ein Lagerfeuer errichten. Manche Bauten können mit Erweiterungen ausgestattet werden, die ihre Effektivität steigern und neue Eigenschaften ermöglichen. Um Erweiterungen einzusetzen zu können, müssen sie diese in der Nähe... Okay. Kompatible Erweiterungskompos, die neue Eigenschaften steigern. Hier sehe ich jetzt keinen Fort. So... Schon fast 5, ne? Muss mich noch ready machen, merke ich gerade. Also hier, wo ich so vor mir hindaddle und rede und mache. Ich will noch kurz die Basics mit der Bank machen. Francis sammelt ordentlich. Rein damit. So. Tafel. Rückreisen.
Und dann können wir jetzt doch, glaube ich, sogar noch ein Ding. Unsere Ausrüstung hat die Aufwertungsstufe 5. Aber immerhin, nicht, dass das bringt. Das. Nein, nein, komm, wir lassen den hier. Oh, jetzt habe ich 116 Leben, weil meine 50 Kilo mehr, geil. Dann Level 8. Jetzt noch Kopfbedeckung. Blockeffizienz. Habe ich wenigstens für heute mal eine komplette Ausrüstung. Also, warte mal. Ah, da können wir hin, hä? Okay. Ja, gut. Machen wir schnell das und dann ist fertig. Da hinten als Pflanzenfeld. Und dann war's. Das. Voll bekleidet. Perfekt, super. Dann. No way. Oh, Mann, ey.